Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Neues technisches Video, allerdings mit ein bisschen mehr Hintergrundvermutungen, als ich das machen möchte. Was ist passiert? Als wir letzte Woche das Video zur Sklava-Klasse, also zur Mosfa gemacht haben, wurde ja quasi im Atemzug mit dem Erscheinen des Videos die Moskwa versenkt. Das war unbeabsichtigt von uns, das ist wirklich nur ein dummer Zufall gewesen. Also wir wussten es nicht vorher, was die davor haben oder was da passiert sein könnte. Und deswegen ist das einfach ja, eine Verkettung von unglücklichen Umständen, nenne ich das jetzt mal. Und trotz alledem geistern ja ganz viele Informationen durch die Medien und ich sage euch, wie das ist. Es gibt momentan noch keine belastbaren Informationen. Sicherlich haben irgendwelche Geheimdienste Satellitenaufnahmen, was da wirklich passiert ist. Das wird aber irgendwann ans Licht kommen. Und somit gibt es ganz, ganz viele Vermutungen. Hätte, könnte, wollte, wäre. Da wollen wir uns gar nicht drauf einlassen. Wir werden Folgendes machen. Wir werden einmal kurz den Flugkörper Neptun erklären, der eventuell dafür verantwortlich ist, dass die Slava getroffen worden ist, die Moskwa, Slava-Klasse Moskwa getroffen worden ist und wie so ein Seezielflugkörper funktioniert, wie die Bordorganisation auf einem Kriegsschiff wäre und warum so ein Eimer dann nachher sinken könnte. Also viele hätte könnte, also wir werden das mit Fakten untermauern, was im normalen Seekrieg passiert und dann kann sich jeder das eigene Bild draus machen. Deswegen wird das auch gar nicht so ein langes Video, aber vollgepackt mit Informationen. Und ich hoffe, am Ende des Tages sind wir alle ein bisschen schlauer und vielleicht wissen wir in 3 oder 4 Wochen mehr, ob das tatsächlich der Treffer war oder ob das eine Explosion war in der Munitionskammer oder. Wie gesagt, wir werden uns da nicht festlegen. Deswegen würde ich sagen, Seezielflugkörper und Moskwa noch einmal und das soll es dann auch sein. Los geht's. So Leute, dann gehen wir mal ran an den Neptun, also ein Seezielflugkörper. Das heißt also gegen feindliche Schiffe einsetzbar. Ja, ist eine Entwicklung der ukrainischen Streitkräfte bzw. eine Entwicklung der Ukraine selber. Und das ist natürlich für so ein Land sehr schwierig, hochtechnologische Waffensysteme zu entwickeln, weil das kostet sehr viel Geld und ist auch sehr, sehr viel Forschung, die da reingesteckt werden muss. Trotz alledem haben die Ukrainer es geschafft, dieses System einsatzklar zu bekommen. Also der R-360 Neptun flog 2018 das erste Mal vor, ich sag mal, westlichen Journalisten und der Presse und dann wurde mal ein Statement gesetzt, hallo, da sind wir. Natürlich mit dem Hintergrund der Verlust der Krim und somit auch maritime Komponenten der Ukraine waren verloren gegangen. Deswegen brauchte man natürlich eine wirksame Küstenverteidigung und da kommen wir jetzt natürlich auf den Punkt. Ja, bevor wir in die Einsatztaktik reingehen, natürlich erstmal ein bisschen technische Daten. Also der Klopper ist über 5 Meter lang, hat einen Durchmesser von 420 mm und hat ein Gefechtsgewicht von 870 Kilo. Der hat natürlich schon bei der Geschwindigkeit eine entsprechende kinetische Energie und natürlich noch einen entsprechenden Sprengkopf. Ja, kommen wir mal auf die Geschwindigkeit. Da sind wir bei 0,8 Mach. Umgerechnet über einen Daumen gepeilt sind das knapp 1000 km/h. Das heißt, wenn so ein Apparat mit 1000 km/h Geschwindigkeit auf einen zusaust, dann ist die Zeit der Reaktion auf einem Schiff kurz. Ausgeworfen ist hier eine Reichweite von 280 bis 300 Kilometern. Also das ist die Flugdauer, die er hat, bevor der Booster irgendwann bzw. der Turbojet irgendwann ausschaltet. Dann haben wir einen Gefechtskopf von 150 Kilo. Das mag dem Betrachter nicht viel erscheinen, aber in so einem Schiff eingeschlagen, da kommen wir gleich nochmal zu, kann das natürlich extrem hohe Schäden anrichten. Ja, und das Ortungssystem von diesem Neptun ist eine aktive Radarzielsuche. Das erkläre ich aber gleich nochmal im Anschluss, wenn wir uns mit dem Angriffsspektrum von so einem Flugkörper auseinandersetzen. Ja, was macht einen Flugkörper so gefährlich für ein Kriegsschiff? Ich sage jetzt mal der Slava-Klasse, also der Moskwa. Wir reden hier von einem Waffensystem, das von der Küste verschossen wird. Das heißt, das Schiffsradar und das Luftraumüberwachungsradar muss natürlich die ganzen Landkonturen ausblenden, wenn man an der Küste längs fährt. So. Und wenn so ein Flugkörper im Landesinnere steht, ich sage mal 30 Kilometer weg von der Küste in irgendeiner, keine Ahnung, in irgendeinem Tal und kriegt von dort die Zieldaten und wird gestartet, dann kriegt das Schiff das nicht schnell genug hin, diesen Flugkörper aufzufassen. Ja, und gerade bei dem Neptun
ist es so, wir reden hier natürlich von einer Starteinheit. Das heißt, das ist ein Fahrzeug, ein sogenanntes USPU 360 Startfahrzeug. Der hat vier von diesen Behältern mit und da sind die Flugkörper drin. Und dazu muss natürlich ein Feuerleitfahrzeug sein oder da sein, das mit einem Radarsystem ausgerüstet ist, das wiederum dem Flugkörper entsprechende Informationen liefert, damit er überhaupt erstmal in die richtige Richtung startet. So, das in der Kombination kann ich natürlich an der Küste verstecken. Jetzt werden viele von euch aufschreien und sagen, ja, Moment mal, aber das Radarsystem ist ja auch zu orten. Ja, natürlich kann man das Radarsystem von dieser Küstenverteidigung orten, aber man braucht das ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Das heißt, wenn so ein Schiff, sagen wir mal, 30 Meilen vor der Küste fährt und das Radar kann das auffassen, dann wissen wir schon mal genau, wo das ist. Und diese Information geben wir dann an den Flugkörper und dann schalten wir das Radar wieder aus. So, was macht dieser Flugkörper? Hat seine Zieldaten, fliegt erstmal los, also wird gestartet, Pop-up, dann geht er auf eine Angriffshöhe von, ich glaube, 10 bis 15 Metern und das ist jetzt erstmal, oder 10 bis 30 Meter und das ist die Anflughöhe und das ist schon mal nicht hoch, also für so ein Schiffsradar schon schwer zu erkennen und im Zielanflug wären es dann nur 4 bis 5 Meter, also fast gar nicht mehr von der Wasseroberfläche zu unterscheiden. So. Und warum kann dieser Seezielflugkörper dann nicht gefunden werden? Weil er nicht aktiv strahlt. Und der macht erst kurz vor dem Ziel sein eigenes Radar an, checkt, wo das Ziel ist, verarbeitet die Zieldaten. Und so ein Schiff kann ja nicht mal eben ausweichen wie so ein Jet, sondern auch wenn es Höchstgeschwindigkeit läuft, ist es einfach zu träge, um schnelle Manöver zu machen und so einem Flugkörper zu entkommen. Der macht sein Radar wieder aus, dann wieder kurz an und dann hat er das Ziel schon und schlägt seitlich in das Schiff ein. Also das ist kein Diver, wie man das so schön nennt. Also Diver wäre ein Flugkörper, der vor dem Ziel hochpoppt und dann von oben herniederstößt. So, und was würde so ein Neptun machen? Der würde ins Schiffsinnere einschlagen und verzögert seine Sprengladung zünden und somit wahrscheinlich durch ein, zwei, ich sag mal, Bereiche durchfliegen und dann zünden im Inneren und dann hat so ein Schiff wahrscheinlich so schwere Schäden, dass diverse Sachen einfach nicht mehr funktionieren. So, dann gehen wir mal an die mögliche Variante 1, dass die Moskwa tatsächlich getroffen worden ist von zwei von diesen Neptun-Flugkörpern. So wie ich das eben erklärt habe, wenn die ihr Ziel geortet haben, nehmen wir mal da an, da war noch eine Aufklärungsdrohne dabei, die das Schiff auf See geordnet hat. Das haben die nicht mitgekriegt, die Russen. Dann wurde das Radar aufgeschaltet für Zieldaten. Dann wurden, ich sag mal, vielleicht sogar vier Flugkörper abgefeuert aus diesen Startbehältern und alle flogen auf das Ziel zu. Und die Russen haben irgendwann vielleicht doch von diesen vier Flugkörpern, das ist alles Vermutung, aufgefasst und konnten vielleicht zwei noch bekämpfen, weil sie ihre Waffensysteme rechtzeitig an den Start gebracht haben. Und von den vieren sind zwei durchgekommen und eingeschlagen in Bereichen des Schiffes, die alle wichtig sind. Also man hat im Schiff keine Bereiche, die nicht wichtig sind. Und wenn man so einen waffenstarrenden Kreuzer hat, dann können natürlich dort die Munitionslagerorte auch getroffen werden oder die Brücke oder die OPZ, also die Operationszentrale. Und dann reichen zwei Flugkörper aus, um so ein Schiff so schwer zu beschädigen, dass es erstmal kampfunfähig ist. So, das wäre Variante 1. Was würde dann weiter passieren an Bord? Man würde versuchen, mit der entsprechenden Bordorganisation, das heißt, so ein Schiff ist ja dann im Gefechtszustand, da hat ja jeder seine Aufgabe. Und bei Treffern werden die Verwundeten versorgt, dann werden Brände gelöscht, dann werden Munitionskammern geflutet, damit das nicht weiter explodiert, wenn es dann brennt. Und das Schlimmste auf einem Kriegsschiff ist das Feuer. Weil wenn ein Haus brennt, renne ich raus und kommt die Feuerwehr und ist gut. Vom Schiff, ja, kann ich höchstens noch runterspringen und dann geht das Schiff wahrscheinlich irgendwann unter. Also Feuer auf dem Schiff ist das Schlimmste. Deswegen ist ja auch die Löschorganisation auf einem Dickschiff so gut strukturiert, dass man in allen Bereichen, jeder kann irgendwie löschen, kann irgendwie Schläuche ausrollen, Schaum verbringen oder Halon- oder Ansul-Anlagen zünden. Das sind also Feuerlöscheinheiten, die automatisiert, ich sag mal, Räume fluten mit Gasen, um das Feuer zu ersticken und solche Sachen. So, und wenn das alles nicht mehr funktioniert und die Besatzung vielleicht so viel Verluste hat, dass sie nicht mehr löschen können, dann wird wahrscheinlich so lange Wasser in bestimmte Bereiche gepumpt, bis so ein Schiff dann nachher auch instabil wird. Und wenn man es dann noch versucht, wenn das so
ich sag mal, stimmen sollte, man versucht es zu schleppen oder abzuschleppen, dass es dann irgendwann instabil wird und vielleicht auch sinkt, ist eine mögliche Variante. Also Treffer versucht zu löschen und dass es dann sinkt. Also möglich. Also ja, kommen wir mal zu der Möglichkeit 2, einer Munitionsexplosion im Schiff selber. Also ich sag mal, ich bin da jetzt zwar nicht drin gewesen, aber Munitionskammern und Munitionslagerbehälter und Flugkörperstarter, das ist alles schon so gebaut heutzutage, dass das nicht mal eben explodiert. Da steht ja auch nicht Ivan daneben und schmeißt eine Zigarette in die Munitionskammer und los geht die Luzi. Ne? Die haben ja nun auch gut gebaute Schiffe, die machen das auch schon ein paar Jahre und dann kann so eine Munitionskammer nicht mal eben explodieren. Also ich habe in den letzten 50 Jahren noch nicht gehört, dass sowas passiert ist. Vielleicht habe ich es auch noch nicht mitgekriegt, aber dass mal eben so eine Munitionskammer in die Luft fliegt und dann das Schiff später sinkt. Also ich, naja, Teufel ist ein Eichhörnchen, genau werden wir es nicht wissen, aber welche Munitionskammer sollte das denn gewesen sein? In der Regel sind ja viele Flugkörper einfach, wenn sie nicht, so wie so ein Atomsprengkopf, ne? Das muss bestimmte Kriterien erfüllen, bevor irgendwas explodiert. Und so ein Lager, wo Artilleriemunition liegt, das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist ja meistens so gut gesichert im Schiff, dass da überhaupt gar kein Feuer rankommen kann. Wieso auch? Also das ist ja eben Kriegsschiff, ne? Deswegen die Version, dass das eine Explosion gab und das Schiff dann später gesunken ist durch Eigenverschulden, das glaube ich nicht. Im Endeffekt werden wir das nicht wissen, wenn es nicht irgendwann mal Satellitenbilder gibt oder irgendjemand auspackt. Ich habe jetzt auch wieder Informationen gesehen, dass die Besatzung komplett evakuiert worden ist. Dann gibt es wieder Berichte, dass die Besatzung komplett mit dem Schiff gesunken ist, was ich auch nicht glauben kann, weil so ein Ding hat ja Rettungsinseln, die ja automatisch, wenn ein Schiff sinkt, nach oben steigen und die Besatzung aufnehmen, egal wie groß der Sturm ist, so eine Rettungsinsel kann eben die Leute aufnehmen und mir kann auch keiner erzählen, was auch immer da für ein Sturm ist, dass man die Leute da nicht da rauskriegt. Also das sind so viele Informationen, die wir nicht haben. Ist schwierig. Für mich war einfach nur wichtig, dass man einfach mal klarlegt, wenn das Schiff getroffen worden ist von zwei Flugkörpern, dann kann das schon sein, dass das so schwer beschädigt ist, dass es dann sinkt. Und diese Munitionsexplosion, das ist aber meine persönliche Meinung, kaufe ich erstmal nicht. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, wir werden das rausfinden in den nächsten Wochen, was da wirklich passiert ist. Und dann wissen wir es ganz genau. Das soll es gewesen sein zum Neptun-Flugkörper und zum Treffer auf der Slava-Klasse, also der Moskwa. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen abgeholt. Kurz und bündig und rein informativ. Und wie gesagt, die Fakten werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann bekommen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar dazu schreibt. Wenn ihr ein Abo dalasst, natürlich auch. Bis dahin, bleibt gesund und auf bald.